Aber da war ich ja schon. Das setzt mich wieder hier oben. So. Ah, das ist ein Aufzug. Genau, wusste ich. Ja, aber hier oben war ich ja schon. Hier oben habe ich alles gemacht. Das war ja das, wo wir gerade Dinge freigeschalten haben. Dass wir das Ding haben. Ich glaube, ich muss zu der Tür unten. Ja, das wusste ich auch. Okay. Ich will mal zur Tür gucken und vielleicht kriegen wir die Tür auf. Wenn ich noch wüsste, wo die Tür war. Da hinten war die Tür. So, kriege ich jetzt diesen komischen Herzdicksstüngens da auf? Ah, das ist ein Schlüssel. Ah. Voll gut. Ich bin voll der schlaue Schlumpf. Okay. So, ist hier noch was? Nee, ne? No. Okay, dann können wir jetzt die andere Tür aufmachen. Klack. Ah, okay, ich glaube, die Lampen, die hier leuchten, zeigen an, welchen Schlüssel du dafür brauchst. Das heißt, alles, was jetzt links oben leuchtet, können wir, glaube ich, aufmachen. Und wenn eine andere Lampe leuchtet, brauchen wir einen anderen Schlüssel dafür. Könnte ich mir vorstellen. Also die Lampe ist Indikator, welche Türen wir jetzt aufmachen können. Hat nicht jemand eine Ahnung, wie lange das Spiel geht? Also wie groß das Spiel ist? Uah. Hä? Okay, wir haben Lebensbalken verloren. Er hat uns gerade die Eingeweide ein bisschen rausgerissen, unser kleiner Parasit hier. Das geht von 6 plus Stunden. Okay. Das ist ja schon bei 2,5. Hä? What? Was ist das? Ach, warte mal, wir hatten doch in dem anderen Gebäude. Und ich vermute, dass das gleiche Gebäude ist. Hatten wir auch diese komischen Dinger, wo man da was reinlegen musste. Kann das sein, dass wir 4 von diesen Herzen brauchen? Ah. Okay, wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Okay, wir sind im gleichen Gebäude wieder. Das ist das gleiche Gebäude. Ja, ist das gleiche Gebäude. Okay. Verstehe. Wir haben jetzt ein so ein komisches Herz gekriegt. Und wir haben in diesem anderen Raum haben wir 4 von diesen Leuten drin. Das heißt, wir müssen 4-mal denen das, da jetzt dieses Herz oder irgendwas rausreißen. Und haben rechts jetzt diese 4...
Also bei diesen Dinger, wo ich hingehe, wo ich die Türen aufgemacht habe, vor mir ist Energiezellen, wo uns dann das komische Dingens da überschwemmt hat mit den Innereien oder irgendwas. Da muss ich jetzt diese vier Herzen wohl reinpacken. Oder was auch immer das sein soll. Das heißt, ich vermute mal, das war jetzt das Intro. Und hier haben wir angefangen. Genau, hier haben wir angefangen. Jetzt beginnt, glaube ich, das eigentliche Spiel erst. Das war, glaube ich, alles nur Epilog bisher. Nicht Epilog. Prolog. So rum. Ich glaube, jetzt beginnt das Spiel eigentlich erst. Schön. Gut zu wissen. 2,5 Stunden im Spiel drin. Oder 2 Stunden. Und jetzt, glaube ich, beginnt es erst wirklich. Wo ist jetzt der Duke Nukem Atombombenknopf? Das ist eine sehr gute Frage. Den hätte ich auch gerne. Einfach alles mit einer Atombombe hier in die Luft jagen. Am besten nicht nur mit einer. Ich will nicht rennen. Okay, ich glaube, jetzt beginnt langsam der Teil, wo wir Gegner kriegen. Gott, ist das Spiel groß, glaube ich. Hier haben wir einen Aufzug hier. Aber das war vorhin, was wir gerade gesehen haben, war praktisch das Anfangsgebiet, wo wir waren. Wir müssten da bloß irgendwie runter eigentlich. So, was bist du? Ah, okay. So, das heißt, wir können jetzt die Türen aufmachen, die diese Lampenkonstellation haben. Das heißt, wir müssen uns immer diese Upgrades suchen. Den müssen wir auch noch irgendwie wegfahren hier. Aber hier ist schon deutlich mehr Bewegung jetzt drin im Ganzen. Also so langsam kommen, glaube ich, die Gegner. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein reines, ich balle mir meinen Weg durch Spiel dann ist. Oder ob es auch meine Lieblingspassagen in dem Spiel gibt. Die da wären, einfach rennen. Und Timings richtig machen. Ah. Da ist die Tür. Okay, ich bin gleich zur Abwechslung mal richtig gelaufen. Okay, da ist so ein Viech jetzt zum Beispiel. Das Problem ist, die Viecher haben zumindest in der Demo damals unfassbar viel Schaden gemacht. Ekelhaft. So, das fährt sich bestimmt noch irgendwie aus dann.
Okay. Nein, ich häng fest. Ja. Oh, fuck me. Das Ding sieht echt süß aus. Ekelhaft. Oh, fuck. Okay, ich bin tot. Okay, mal gucken, wie das jetzt ist mit dem Spiel. Wann das Spiel eigentlich speichert. Oh nein, sag bitte nicht. Oh nein, das ist so ein Spiel. Ich mal Schalterdings, das sieht aus wie Host. Du weißt schon. Ach so. Well. Das ist so ein Spiel, da musst du die ganzen Etappen dann machen. Also wenn du stirbst, musst du praktisch alles nochmal machen. Fantastisch. Na gut. Aber du musst auf jeden Fall wegrennen von den Viechern. Weil wir machen kaum Schaden mit unserer Waffe. Ich meine, es ist aber so ein... Ist ja nicht mal eine wirkliche Waffe, ist ja eigentlich vielmehr nur so ein Ich-piekst-dich-tot-Dingens. Was jetzt relativ sinnfrei ist, vor allem kann ich keine Munition mehr dann. So, warte mal, der haut ab wieder, ne? Okay, das nächste Mal hau ich einfach ab. Das ist tatsächlich die bessere Entscheidung. Da ging es nicht mehr weiter. Okay. So. Okay, scheiß drauf. Au. Regeneriere ich eigentlich Leben über Zeit oder? Also Leben sind ganz schön weit unten gerade. Ich glaube, ich muss jetzt hier lang, ne? Aber wie ist das denn, dass die Gegner ins Spiel bringen, die einen Schaden zufügen, aber selbst kann ich wirklich was gegen die ausrichten? Ja, entweder das ich oder ich stelle mich gerade so doof. Ich bin mir nicht sicher. Das Doofe ist nur, ich muss diesen ganzen Abschnitt neu machen, wenn ich wieder verreck. Oh, geil. Das Schlimme ist übrigens, das Teil fügt mir auch Schaden hinzu. Das heißt, dass durch das Teil verliere ich auch Leben. Das heißt, wenn ich zu viel Schaden erleide in dem Spiel, dann killt mich praktisch das Teil.
Das ist auch schön. Ich würde mal gerne wissen, wie das Spiel speichert tatsächlich. Das Ding sieht nicht mehr so gesund aus. Ach so. Falsche Seite. Toll. Ich muss das Ding, glaube ich, nur wegschieben. Gib mir kurz mal 10 Minuten. Okay. Sehr schön. Okay, da geht's nicht weiter. Ich gehe mal schlafen. Habt alle noch einen schönen Abend und später eine holsame Nacht. Alles klar, Selfie. Gute Nacht. Schlaf gut. Träum nicht zu viel von Gedärmen und sowas. Riesiges Viech rausgekrabbelt gerade. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich muss irgendeine Plattform oder was noch rausholen. Okay. War das das Gebiet, wo ich gerade vorhin war, oder? Muss der Lord euch wieder arbeiten morgen? Ja, muss er. Dann mache ich auch nicht zu lange heute. Ich weiß halt nicht, wie das Spiel speichert. Keine Ahnung, ob es hier Checkpoints gibt oder sowas. Was bist du? Okay. Wir haben das Herz hier wieder geupgradet.
Was auch immer ich damit mache. Ist das hier? Nix. Okay. Da ist nichts da drin, glaube ich. Nee. Nee, da ist nur Gegner drin. Okay, wir müssen da erst weiter, wir müssen irgend so eine Gondel oder irgendwas holen. Okay, das heißt, wir müssen erstmal nach unten. Erst einmal nach unten. Okay, die fährt nirgendwo in die Gondel, weil die komplett von diesen Innereien und alles komplett zugesetzt ist. Die bewegt sich keinen Millimeter mehr. Dam, da, 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 dam. Da geht's auch nicht weiter. Oh Gott, da fängt ja gleich wieder alles zu leben an hier, wenn ich da jetzt was betätige. Okay, da geht's zum Glück nicht weiter. So, schnell weg hier. Ach so. Ah, ich habe das doch jetzt hier frei gemacht. Okay. Und jetzt? Da hinten ist ein Gegner. Oder verschwindet er? Ah, ich glaube, der ist verschwunden. Oder ist er hochgelaufen? Man weiß es nicht. So, dann hier das Herz nochmal upgraden. Das letzte.
Okay, jetzt sind irgendwie alle Herzen da gerade aktiv. Komm ich da hin? Nee. So, mal gucken, verfolgt er mich die ganze Zeit jetzt oder läuft er woanders hin? Okay. Wo ist sie doch? Die Dinger kenne ich nur aus der Demo. Oh toll, ich bin tot. Oh fuck, ich häng fest. Nein, ich häng fest. Ach. Ja, okay. Ich häng fest. Ich kam da nicht durch. Ich dachte, ich kann da durchrushen, aber natürlich kann er sich nicht dran bewegen. Ah, oh, das ist fies. So, jetzt bin ich gespannt. Sag mir nicht, ich muss das ganze Level nochmal von vorne machen. Dann flippe ich aus. Okay. Oh no! Oh nein, wir sind hier wieder. Das heißt, ich muss das ganze Gebiet machen wieder, wo ich gerade komplett durchgelaufen bin. Bis zu diesem Punkt hier. Ja, okay. Ja, gut. Dann ist das so. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt den Cut, weil ich muss morgen wieder früh raus, ich muss morgen arbeiten. Das heißt, an dieser Stelle, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich würde sagen, wir... Oh ja, wir sind übrigens fast tot. Geil. Mal gucken, ob ich den Level überhaupt schaffe. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Scorn sonntags jetzt immer durchspielen, beziehungsweise spielen.
und das hoffentlich dann durchspielen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall für YouTube ist hier Schluss. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.